Hallo Kinder und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und dem allerersten richtigen Video aus meiner Merry Bitchmas Reihe. Ich wollte gerne eine Weihnachtsreihe für euch machen und ihr habt das Intro ja schon gesehen. Vielleicht, wenn nicht, dann guckt euch das vorher nochmal an. Da wisst ihr auch, was euch erwartet, so ein bisschen. Und wir fangen heute an mit einem Adventskranz. Wenn ihr darauf Bock habt, bleibt einfach bis nach dem Intro dran. Falls nicht, da ist das X. Merry X-mas und so. Fuck yeah. Also, es gibt natürlich die Möglichkeit, sich das ganz einfach zu machen, so wie mein Vater das gemacht hat, und sich einen Adventskranz zu kaufen. Bitte? Also, ich finde den jetzt nicht so schön. Eigentlich finde ich den übertrieben schön, aber selbstgemacht ist halt immer cooler. Und ja, ich wollte heute meinen Adventskranz basteln und wollte euch einfach mal ja, mitnehmen, wollte euch zeigen, wie ich das gemacht habe. Ist vielleicht eine kleine Inspiration. Zwei andere coole Adventskalender gibt es bei der Sandylicious zu sehen. Ihr Kanal ist wie immer unten in der Infobox. Sie hat auch eine Weihnachtsreihe und da hat sie auch zwei Adventskalender, nicht Adventskalender, Adventskränze. Gebastelt und da könnt ihr auch mal vorbeischauen, falls euch meiner nicht so gefällt, was ich allerdings ganz stark bezweifle. So, ich würde sagen, ich zeige euch erstmal die Sachen, die ich dafür benötige. Und zwar ist das erstmal hier so ein Kerzenhalterungsdings. Das sieht noch ziemlich verschmockt aus vom letzten Jahr, da klebt noch einiges an Wachs dran. Ist aber nicht so schlimm, weil da gleich die Kerzen drauf kommen. Kerzen hat mein Vater mir mitgebracht. Ich hätte lieber dunklere Kerzen gehabt, also schon rote, aber dunkelrote. Aber ich nehme jetzt einfach die. Ich finde an diesen hier ganz cool, dass die ja so unterschiedlich groß sind, weil man brennt ja erst am ersten die erste Kerze an und so weiter. Und deswegen finde ich, macht das schon viel Sinn. Diese Kerzen gibt es auch überall zur Zeit. Also auch ganz günstig bei Kodi oder Teddy, da bekommt ihr die überall. Dieses Dingen, was ich euch gezeigt habe, ist wie gesagt schon etwas älter, aber auch das kriegt man jetzt zurzeit so ziemlich überall. Ich habe heute ein total schönes bei Teddy gesehen, also da könnt ihr mal vorbeischauen. Ja, dann natürlich darf Tannengrün nicht fehlen und ich war gerade auf dem Markt und habe mir hier so Tannengrün gekauft. Das ist auch ziemlich viel und das hat mich jetzt nur 2 Euro gekostet. Ihr könnt es natürlich auch aus dem Wald klauen, aber ja, ich habe das jetzt gekauft. Dann wollte ich noch ein bisschen Deko dazu tun. Da könnt ihr natürlich nehmen, was ihr da habt oder was ihr euch kaufen wollt oder was auch immer. Ich habe hier einmal so Porzellanfiguren. Das ist einmal so ein Schneemann und einmal so ein Engel und das gleiche jeweils nochmal. Ja, die werde ich damit beitun. Auch solche Figuren findet ihr jetzt auch überall. Und was ich mir letztes Jahr gekauft habe, sind diese goldenen Äpfel. Die sind auch noch verpackt. Und die hatte ich mir bei DM gekauft letztes Jahr. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber die waren nach Weihnachten auf 10 Cent reduziert. Also ich würde euch ganz stark empfehlen, mal so nach Weihnachten, also zwischen Weihnachten und Neujahr, mal bei verschiedenen Läden vorbeizuschauen, weil die haben das ganze Weihnachtszeug reduziert. Und da kann man echt gute Schnäppchen machen, wie ich jetzt mit meinen goldenen Äpfeln. So, ich würde sagen, wir fangen an und wir wechseln gleich mal die Perspektive. Und ja, wenn ich fertig bin, sehen wir uns dann gleich wieder. So, hier liegt jetzt nochmal alles, was ich gleich benutzen werde. Ja, ihr braucht auch noch eine relativ gute Schere, wäre von Vorteil, sag ich mal, wegen des Tannengrüns. Ich habe jetzt keine sonderlich gute Schere, also vielleicht werdet ihr zwischendurch auch lachen, weil ich daran verzweifle. Ich weiß es noch nicht, wir werden es sehen. Ich werde jetzt einfach anfangen mit dem ganzen Kram mit einer weihnachtlichen Musik unterlegen, damit ihr auch ins Feeling kommt und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Thank you.
Das ist mein fertiger Adventskalender und ich zeige ihn euch gleich nochmal ein bisschen ordentlicher. Das hier ist jetzt mein fertiger Adventskalender. Warum sage ich mal Adventskalender? Adventskranz, Mann! Ja, also mir gefällt der sehr gut. Ihr könnt die Sachen befestigen, beispielsweise mit Draht oder mit doppelseitigem Klebeband oder sowas. Das habe ich jetzt alles nicht gemacht, aber prinzipiell würde das funktionieren. Sagt mir doch mal, wie ihr den Adventskranz findet. Und ja, habt ihr euch auch einen selber gebastelt oder habt ihr euch einen selber gekauft? Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ich zeige euch jetzt gleich noch eine kurze Nahaufnahme und werde mich jetzt hier schon mal verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auf den Rest meiner Merry Bitchmas-Reihe. Und ja, wie gesagt, falls ihr das Intro, den Trailer noch nicht gesehen habt, dann schaut da vorbei. Ich versuche ihn in der Infobox zu verlinken. Aber ihr kennt mich, ich bin sehr vergesslich, was das angeht. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt sehr stolz, dass ich den fertig gemacht habe. Und ja, ich zeige ihn euch, wie gesagt, jetzt noch meine Nahaufnahme. Und würde schon mal sagen, ich wünsche euch ansonsten einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und bis dahin sage ich, ciao, ne?